Ich glaube nicht, dass ich das bereuen werde, mein Freund. 1800, wow. Erfolg freigeschaltet. Schmutzige Geheimnisse. Oh, wir haben ein Sammlerstück nur gefunden, das ist echt erbärmlich. Du hast das Ausnutzen der Umgebung allen anderen Mitteln vorgezogen, genauso wie ich es wollte. Keine Kills oder Kohlschläge. Erledigt. 250 Gold. Stiehl alle, oh gut. Wir haben 40% gestohlen, das ist nicht gerade viel. Gebe ich zu. Aber was soll's. Ja. Dann wollen wir mal fortfahren, würde ich sagen, ne? Alles für den Dackel, alles für den Klopp. Wir sind zu Hause. Oh ja. Oh, ist das gut. 7 Nächte später. Also ich finde... Inventar, Lager. Naja, okay, gut. Nahrung, Mohn. Wir legen mal 2 von den Pfeilen ab. Das ist, bringt nichts. Der Rest ist schon in Ordnung. Okay, Weiter geht's. Jennifer. Oh, was ist los mit dir, Kleiner? Basso. Okay, wir müssen bei Basso zurück vorbeischauen. Ganz klar. Oh, das werden verdammt viele Schnitte. Laut meinem Handy habe ich schon 22 Schnitte zu diesem Zeitpunkt gemacht. Das ist scheiße. Da werde ich nochmal ein paar Stündchen dranhängen, würde ich sagen. Lässt sich halt nicht ändern. Ich bin halt ein bisschen krank und... Ja, ich möchte halt auch unbedingt noch mindestens eine Viertelstunde aufnehmen. Also eine Folge fehlt quasi noch, beziehungsweise... Ja, in ein paar Minuten fängt erst die nächste Folge an, aber... ich brauche meine 2 Stunden, damit ich eine Woche vollgefüllt habe, damit ich nicht unter der Woche spielen muss. Wesley Sunderland, ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig, bitte ich. Der Eisentyrann tötet uns, es das lebe ist doch nicht die Gerechtigkeit. Alles. Sehr nett. Sehr nett. Ich muss zu Besso. Schnell. Nee, das ist zu hoch. Ich geh am besten hier entlang. Hier vielleicht irgendwo lang. Da ist ein Fenster, ne? Wir gehen mal hier lang. Oh, hier ist auch ein Fenster. Wir schauen einfach mal hier rein, just for fun, weil wir es drauf haben. So, 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 so. Komm, aufmachen, bitte. Danke. Okay, was haben wir hier? Büro der Ratswache. Okay, ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Da komme ich wieder raus. Oh, Hallöchen. Neue Anweisungen. Dokumente. Neue Anweisungen. Es geht um die Berichte deiner Quacksalber zum Umgang mit der Schwermutlage. Ich schlage vor, dass du einen neuen Bericht verfasst, der sich auf folgende Richtlinien stützt. Ich will einen konstanten Fluss von Schwermütigen zur Verwertung in der Fabrik. Etwa 100 pro Tag sollten reichen. Was?
Mir ist klar, dass die Krankheit manchmal mit dramatischem Tempo abläuft. Ein Mann, der abends noch kein gesund schien, kann am nächsten Morgen schon auf dem Totenkarren liegen. In diesem Fall sollte sein Haus vor der Enteignung gründlich gesäubert werden. Ich weiß deine Unterstützung in der Sache zu schätzen, der Diebesfänger-General. Was für ein Assi? Ist hier noch jemand? Ich glaube nicht, ne? Nee. Bericht der Wache 3498 natürlich. Von Wachmann Munion. Zusammenfassung. Waffenvorrat 6C ins Lager Black Alley verlegt. Alle Teile durch die Wachen Munion und Koss inspiziert und erfasst. Aha, da wartet anscheinend ein Schatz auf uns. Aber erstmal klaue ich hier alles. Ho, ho, ho. Weil ich's kann. Ah, toll. Oh, das ist eine Zeitung. Abriegelung kennen wir schon, ne? Ja. Kennen wir schon. Zeitung fehlen uns noch 10 insgesamt. Oh yeah. Nein, sonst ist hier weiter nichts. Oh, ich dachte schon, hier wäre irgendwo noch nichts gewesen. Achso, nee, das ist nur das Zeichen da hinten. Dann lass uns mal durch dieses andere Fenster hier verschwinden. Vielleicht sind wir Basso dann ein bisschen näher. Okay, nehmen wir unsere Mission wieder auf und gehen zu Basso. Oh, das ging schnell. Wieso haben wir es nicht von Anfang an so gemacht? Das wäre viel cooler gewesen. Jetzt muss ich aber zugeben, dass ich ein bisschen in Sorge bin, was ihn angegriffen hat. Weil der Vogel war ja verletzt, das heißt... Sind das die Viecher von eben gewesen? Scheiße, ey, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hätte das jetzt so gerne, dass sie vielleicht diesen einen Element eingebaut haben, um mich zu erschrecken. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Was zur Hölle? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett, das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Was zum Teufel? Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es. Basso wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Basso ist nicht dumm. Das Buch. Ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert. Aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderungen. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion.
Ich will ja nichts sagen, aber das Bild eben war schon recht auffällig. Ich bin Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Es war ein... Ups. Es war ein sehr auffälliges Bild. Also, ich meine, wenn man schon so zur Seite guckt, sieht man es. Ja, ich komme gleich zu dir, warte. Das hat sie gesagt. Heute Nacht fällt der Bergfried. Ist das zu glauben? Sag mal. Sonst nichts. Der Bergfried ist. Was soll das? Und uneinnehmbar. Ja, und die Hälfte der Wache sitzt auf der Mauer von Greystone. Trotzdem. Dieser Kerl vom Jahrmarkt war heute in Riverside. Oh, der kleine Runde mit dem falschen Schnurrbart. Der ist falsch? Ha. Jedenfalls soll ich vorbeikommen, damit er mir wahrsagen kann. Ich hab gesagt, ich mach das selbst mit dem Bodensatz in meinem Glas. Ich sag dir, was unsere Zukunft bringt. Noch eine Runde. Haha. Schon gehört, dass es Ärger im Burrick gab? Der Diebesfänger-General selbst war dabei. Muss Bill endlich für seine falsche Werbung für dieses Bier büßen? Das wird ein paar Daumen kosten. Nein, er wollte diesen Hehler rausholen. Gesso oder wie der heißt. Der arme Kerl wird schon bald baumeln. In dem Beruf lebst du nicht lang. Und keiner schreibt Lieder über dich. Hm. Besso, ihr Penner, merkt euch das. Wenn er diese Woche nicht zahlt, kann er sich einen anderen suchen. Sehr interessant. Gut, die wollen uns leider nichts weiter erzählen. Wir haben jetzt ein bisschen Hintergrundinformation von irgendwelchen Kacklappen geholt. Und jetzt holen wir uns auf jeden Fall... Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja, ich hole mir jetzt erstmal warme Weste. Das leichte, enge, diese leichte, enge Weste wird unter der Kleidung getragen und ist ideal für kalte, einsame Nächte auf Dächern und in zugigen Speichern. Der ehrbare Verkäufer behauptet zudem, das Kleidungsstück würde die Gesundheit verbessern. Wie auch immer, die Weste wirkt warm und bequem, wie gemacht für den Dieb der Welt. Sieht ein bisschen schäbig aus. Ja, Lederöl verringert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen, die Geräusche verursachen. Interessant, könnte ich mir sogar leisten, aber nicht. Das ist natürlich besser. Bogenstärke, Bogenbalance, Drahtschneider. Ganz dringend Drahtschneider. Rasierklinge werden wir auch irgendwann mal benötigen, denke ich mal. Okay, soweit so gut. Was haben wir hier, was wir unbedingt brauchen? Nö, Schlösserknacken kann ich, erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken deutlich. Ja, wieso nicht? Ja. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja, das wäre natürlich ideal noch gewesen, aber dafür habe ich kein Geld mehr. Ressourcen verkaufen kann ich auch, oha. Mache ich aber nicht, ich kann alles gebrauchen. Wie viele Wasserpfeile habe ich? So. Ich meine, wir verwenden das eigentlich so gut wie nie, aber es wird der Zeitpunkt kommen, in dem wir es brauchen. Ich sag's euch, Leute. Es wird der Zeitpunkt kommen, in dem wir diese Dinge brauchen werden. Und dann... Dann bin ich am Arsch. Also Mohn und Leuchtding ins Kirchens, okay. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Jo. Gut, das war's dann erstmal für diese Aufnahme. Ich werde gleich ungefähr 5 Stunden an diesem 2-Stunden Clip schneiden, weil ich alle 10 Minuten gehustet habe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin euer Zero. Haut rein, Leute. Ciao.